Hey, und die haben das nicht mitbekommen? Was sind denn das für Pfeifen? Lager. Also ein bisschen schnelle Reaktionszeit ist ja auch gefragt, Freunde. Los! Uah! Beschädigte Güter. So könnte man ein Mies ja jetzt auch nennen. Ja, wenigstens Hey, haben sie nicht Kleiner, umgebracht. aufwachen! Hier ist was. Hast Glück Danke. gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Oh Lady Derun. Mann. Wo ist mein Halt's Bruder? Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Oh. Räudiger Köter. Wo ist jetzt der Kleine? Im anderen Käfig. Oder wie? Was? Ah, cool. Stimmt, die haben das ja bestimmt beobachtet. Wird Lukas auch dabei sein? Dankeschön. Wenigstens ist auch wieder Tag. Jetzt dürfen wir Wer seid folgen. ihr? Millie. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben eine Schleuder. Die brauchst du nicht. Ich kann gar nichts machen. Das ist ja fies. Ja, dann muss sie das alles machen. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Okay. Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Er ist also dein Bruder. Das ist clever. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Du bist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Wir müssen den Weg freiräumen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Und das ist. Das Feuerbecken ist aus Metall. Nein, sie würden uns den Weg versperren. König Edward muss den Rückzug anordnen. Das war's mit den Sperren. Ja, gut. Mach dich bereit. Da ist er. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Hey, und die haben das nicht mitbekommen? Was sind denn das für Pfeifen? Pass auf die Flaschen auf. Meint ihr jetzt die hier schlafen? wahrscheinlich nichts. Nee. Lauf weiter. Vorsicht! Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Quatsch. Sie schießen auf einen. Auf einen Toten. Die machen ja. sich irre. So läuft das im Krieg. Und so erteilt man einem Valois eine Lektion. Ist aber auch mal schön, folgen zu dürfen. Ja, aber das war keine große Sache. Helden in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack, nichts leichter als das. Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, da, Guyen der gehört Topf. Endlich ja, wieder zu England. Gut gesehen. Sieh dich draußen mal um. Guyen gehört jetzt den verfluchten Ratten. Du hast es gehört. Jetzt nach links. Sei vorsichtig. Du kennst die Befehle. Vor allem sah das aus, als würde die erste in die andere Richtung gehen. In Ordnung hier. Was für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung? Kinder von Valois. Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roon. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit der des Krieges Ritter sind legendär. Vom Baum. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Also ist der Kleine da drin? Hoffentlich.
Da ist eine Kiste. Mal sehen. Das und das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. Doch. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Ja. Wärst du so freundlich? Ich habe ja meine Ausrüstung nicht mehr, sonst könnte ich die auch selber knacken. Viel Spaß damit. Gut gemacht. Danke. Dann weiter. Ich komme schon. Oh, wohin? Melly, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Gehen wir halt doch da lang. Achtung, Flaschen. Oh je. Die scheinen betrunken zu sein. Oh, einfach so durchgeschlichen. Sehr schön. Immer dasselbe. Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Ja. Gerade so. War relativ easy eigentlich. Warum bin ich so weit hinter ihr her? Mein Bruder. Sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von ihr. Oh. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Diese Dreckskerle. Diese Dreckskerle. Beruhige dich. Nein, nein, bitte nicht. Hey, freu dich einfach, dass du noch lebst. Die Kleine. Hier gehen vor die Hunde. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, weg. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Ja. Schnell. Eigentlich hätte ich gedacht, ich kann ihn von dort runterholen. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Welche gut. Truhe? Ah, da. Sehr gut. Dein Einsatz, Melly. Hallo. Jetzt bekomme ich alles wieder. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Ja, halt dich fest. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Zum Glück sind sie beschäftigt. Ja. Melly, das Schloss. Schneller. Los, schneller, Melly. Kinderspiel. Sie sagten, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia. Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Zu spät. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja. Ja. Ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Jetzt heißt es, einen Weg rauszufinden. Irgendwo. Hier ist noch eine Werkbank. Mal, vielleicht können wir noch schnell was verbessern. Ich meine, die ist ja nicht. Eine Grundtür. Schade. Okay, komm, ducken. Da stehen halt überall welche, ne? Kann ich eigentlich. Warte mal, Ignifer habe ich noch? Ich habe ja auch dieses Schlafmittel. Eliminiert Gegner ohne Geräusche zu verursachen. Sollten wir vielleicht. Ach so, das ist dieses. Damit, wenn die angreifen. Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Ausschwärmen. Teilt euch auf. Und achtet auf die Zelte. Ja, wenn die uns angreifen, dass sie kurz abgelenkt sind. Okay. Die achten jetzt auf die Zelte. Wir müssen. Was war das? Oh, nee. Ich seh mal nach. Bist du dir sicher? Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Hä? Super. Keine Spur von ihr. Was zum? Vielleicht ist sie noch bei was war Kiel. Das? Dann los. Der nächste. Können wir das hier aufmachen? Amicia. Mach auf. War hier nicht gerade noch was? Hier. Steine. Okay, die hat jetzt meine Truhe aufgemacht. Dankeschön. Wir brauchen alles. So. Ich schätze mal. Was? Es war schon richtig, dass wir den jetzt ausgenockt. Oder die ausgenockt haben. Ich kann doch nicht einfach weg sein.
guck, hier ist eine Treppe. Ich dachte gerade, hä, wo geht's denn jetzt? Können wir den drüber heben oder so? Aber hier ist ja eine Treppe. Wir scheinen den richtigen Weg gewählt zu haben. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Also ein bisschen schnelle Reaktionszeit ist ja auch gefragt, Freunde. Jetzt ist da halt noch einer. Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Ja. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Krieg ich hin. So, guck mal, hier ist das Tor. Ah, sehr gut. Oh, obwohl... Die stehen da mitten da, ne? Oh, Mist. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Oh! Wow! Amicia, dräng sie zurück! Oh, die Inquisition! Was habt ihr getan? Gar nichts. Wir haben nichts getan. Los, sie wollen Hugo. Hier geht's raus. Schnell! Weiterlaufen, Hugo. Folge Melly. Folge Melly? Na los, hoch. Wo ist denn... Na los, folge ihr. Hol noch. Na los, na los, na los. Sie kriegen dich nicht. Oh Gott. Ich war ja schon vor ihr dort. Sie kommen hoch. Es läuft die Zeit davon. Schnell. Verschlossen. Scheiße. Na mach auf. Wir haben uns hier irgendwie eingesperrt. Da, los. Weiter. Los. Hörst du das? Was zum Teufel? Ja, gut, dass wir hier immer Steine finden. Los, komm. Hugo. Die Luke da. Das könnte unser Weg nach draußen sein. Ja. Da ist eine Kette. Melly. Ach, die muss die platt machen. Brech die Tür auf. Ach, komm. Sie haben die Tür geöffnet. Sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnt ihr euch irgendwo verstecken. Ja. Amicia, komm schnell. Los. Uiala. Da! Dort drüben! Schnappt sie! Natürlich! Pfeil im Bogen! Ja, das ist clever. Amicia? Los! Uah! Arthur! Das war Arthur! Beeilen wir uns! Hier drüben! Und ich dachte, die lassen die jetzt zurück. Los! Los! Wenn sie hätte sich ja eine Weile verstecken können. Aber wenn das... Ist halt die Frage, was sind das für Opfer? Sind das Opfer der Pest? Sind das Kriegsopfer? Dann hätte sie sich jetzt selber eine Plage eingefangen und ja. Oh, der Pfad vor uns. Es geht schon direkt weiter mit dem nächsten Kapitel.